Der FC St. Pauli empfängt den Schuss Blau-Weiß-Lohne. Zu diesem wird etwas weiter vom Tor wegkommen. Oh, genau in die Mitte reingeschmissen. Toller Versuch, toller Volley-Schuss. Wichtig, dass sich da alle reinschmeißen. Mangrowski, viel läuft über ihn. Abschlussversuch und dann gegen den Hinterkopf des Abwehrspielers, beziehungsweise gegen den Rücken. Oh, der Ball kommt dann auch noch an. Und Kokot hat ihn. Aber dann ist das Glück auf der Seite von St. Pauli, dass eben auch das Umschalten nicht astrein funktioniert beim TuS. Ui, Latte! Kokot, der den Ball nochmal an die Latte leitet. Starke Parade. Macht so ein bisschen den Anschein, als würde man jetzt in die Pause wollen. Wieder links außen. Starke Flanke, gefährlich. Und dann fehlen die Mitspieler, die ihm nachrücken. Toll weitergeleitet. Jetzt haben wir eine 3 gegen 4 Situation. Für den Moment nochmal nach rechts außen. Kommt die Flanke, kommt der Torschuss in die Mitte und dann geht der Ball in den Himmel. Stark, jetzt ist Raum, jetzt ist Platz. Toll gespielt. Ein bisschen zu weit abgedriftet. Mal aufgelegt. Situation lebt. Sie lebt noch im 16er. Nicht zu Fall gekommen. Der Abschluss. Der TuS mit 2 Spielen in der Saison. Das ist das 3. Unser 4. an diesem 4. Spieltag. Oh, schöner Versuch. Schön gedacht. Gut erkannt. Das Kombinationsspiel nach vorne probieren. Und dann ein bisschen Glück haben, dass solche Bälle nicht verspringen. Oder eben solche Bälle erobert werden. Stark gemacht. Jetzt ist ein bisschen Platz. Abschlussversuch. Und dann verzogen, aber zumindest mal nach vorne gekommen. Oh, gut gespielt. Und das ist das 1:0 für die Gäste. Stark rausgespielt. In Unterzahl, in Rückstand und jetzt werden sie ein bisschen nervös. Nächste Aktion, stark gehalten. Richtig schnell unten, Kokot. Es dürfen maximal 3 Spieler mitspielen, die älter als 23 sind, beziehungsweise vor Spielbeginn. Saisonbeginn und es gibt Elfmeter. Hat er den Ball? Rechts. Gut gehalten. Was eine Parade. Ja, hat er den Blick gesehen vom Schützen. Bollmann, der wirklich wenig gefordert war bisher in dieser Partie. Vielleicht in den letzten 20 Minuten. Starker Abschluss. Der schon wieder hier mit reingenommen wird. Eckball. Also die Einwechslung hier war sehr, sehr stark. Also nochmal frische Personalie und vielleicht der Ausgleich, der so wichtig wäre.